Jo Leute, ich bin's wieder, eure Becky, und heute ist der Tag, an dem ich den Game Master treffen soll. Es ist jetzt, ich bin schon mega nervös, 9.42 Uhr. Der 4.2., ihr wisst, da hat er irgendwas Großes angeblich geplant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich seine Pläne irgendwie durcheinander gebracht habe, weil ich habe ja sein Handy gefunden, als er das hier auf der Flucht aus meinem Zimmer, ja, verloren hat. Auf dem Boden lag sein Handy. Ich habe das ja behalten, aber er will es jetzt unbedingt wieder zurück. Ihr habt das ja wahrscheinlich gesehen, er hat meinen Kanal gehackt, sein Video hochgeladen statt meins, aber meins ist zum Glück jetzt wieder online, also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Auf jeden Fall will er es wieder zurück und mich treffen und ich soll dorthin gehen. Ich darf nicht seine Maske abziehen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich daran halte, Leute, weil ehrlich jetzt, ich habe nur einmal diese Chance. Ich weiß es nicht, aber er meinte, sonst ist mein Kanal weg. Aber wenn ich weiß, wer er ist, meinte, das ist dann so ein richtig großes Risiko, was man eingeht. Ich weiß es nicht, aber ehrlich, ich bin so was von nervös. Ehrlich, mein Herz klopft die ganze Zeit richtig doll. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mit mir anfangen soll. Falls ich irgendwie durcheinander rede, liegt es daran. Ich frage mich auch sowieso, was er vorhat. Was hat er vor? Hat es irgendwas mit Project Zorgo zu tun? Ist er Teil von Project Zorgo? Ich verstehe das Ganze überhaupt nicht mehr. Habt ihr eine Ahnung vielleicht? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Meinte der Game Master, will er ihn irgendwie beschützen vor Project Zorgo? Warum gibt er einem dann halt so viel Information? Oder ist er Teil von Project Zorgo? Schließlich trägt er die Hackermaske. Und er hackt sich bei mir rein. Also er hat ja meinen YouTube-Kanal übernommen. Er droht damit, irgendwie meinen YouTube-Kanal zu löschen oder komplett für sich zu behalten und löscht Videos und so weiter, da kann er doch gar nicht so gut sein. Das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn ich jetzt gleich vor ihm stehen werde. Direkt vor ihm. Und das ist ein bewusstes Treffen, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Wirklich nicht. Ich wünschte, ihr könntet mir das gerade sagen, weil ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Meint er, er ist direkt auch dort? Wirklich jetzt? Er will mich wirklich treffen? Aber sonst hätte er ja nicht gesagt, reiß mir nicht die Maske ab und alles. Also er muss wahrscheinlich dort stehen und das Handy entgegennehmen, persönlich. Vielleicht kann ich irgendwas an ihm dann bemerken, was mir irgendwie bekannt vorkommt. Er hat anscheinend richtig Angst, dass ich auf sein Handy gucke. Ich habe es noch nicht gemacht, Leute. Ich habe mich an die Regeln gehalten. Ich habe es nicht angemacht. Ich habe nichts damit getan. Ich könnte vielleicht auch so tun, als würde ich ihm das zurückgeben. Ich will jetzt nicht so viel labern, weil wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Es ist schon 9.49 Uhr. Alter Schwede, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, Mann. Ich muss noch meine Sachen packen hier. Ich brauche die wahrscheinlich. Ihr wisst ja, ich habe mir solche Spionage-Gadgets geholt. Die werde ich definitiv dieses Mal benutzen, weil wir treffen ihn. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwelche Infos heraus über ihn. Oder irgendwas, was er vielleicht noch vorhat. Vielleicht können wir ihn irgendwie beobachten oder so. Keine Ahnung. Wer weiß auch, ob er sofort mit seiner Maske ankommt. Ich glaube ja nicht. Ich meine, damit würde er ja noch mehr auffallen. Vielleicht finden wir es so endlich heraus. Aber ich muss auf jeden Fall noch mit der U-Bahn fahren. Deswegen, ich will jetzt nicht so viel labern. Wir packen jetzt hier die Sachen in seinen Game Master Rucksack, den ich ja aus England mitgenommen hatte. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon gesehen. Er hat sich ja im Hotelzimmer gefunden. In diesem Geheimversteck in meinem Zimmer. Jedenfalls packe ich da auf jeden Fall das Fernglas ein. Dieses Game Master Fernglas. Das ist gar nicht mal so schlecht und ich hab's noch. Und das können wir bestimmt gebrauchen. Obwohl ich hier auch noch ein Fernglas dran habe. Also damit kann man anscheinend auch noch gucken. Ich habe das noch gar nicht ausprobiert. Hier ist einfach alles viel zu nah dran. Aber angeblich kann man damit 30 Meter weit hören und sehen. Also das ist krass, oder? Auf einer richtig weiten Distanz. Ich habe auf jeden Fall eine Batterie reingetan. Ich habe die Kopfhörer hier. Und ich bin echt gespannt, ob wir damit ihn belauschen können. Wie gut wäre das einfach mal? Übrigens kann man das Ganze auch irgendwie aufnehmen. Also ja, vielleicht können wir auch heraushören, wie seine Stimme ist. Ich weiß nicht, ob ich die Kopfleuchte brauche. Ich meine, es ist ja hell. Um 11 Uhr soll ich ihn treffen, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die irgendwie gebrauchen. Und ich nehme auf jeden Fall noch diese Taschenlampe mit und die UV-Leuchte. Ihr wisst, die brauchen wir anscheinend immer irgendwie. Ansonsten werde ich wahrscheinlich irgendwelche Hinweise vielleicht nicht finden. Ich weiß es nicht. Ja, und sein Handy werde ich gleich noch reintun. Das liegt bei mir da hinten auf dem Tisch. Ja, das packe ich auf jeden Fall auch noch in den Rucksack. Und ja, ich glaube, dann habe ich alles. Ah nee, ich habe ja noch diese komische Spionagebrille, damit man nach hinten gucken kann. Ich habe es übrigens mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ich finde die jetzt nicht so der Burner. Sieht doch ein bisschen bescheuert aus. Leute, das sieht richtig scheiße aus, sorry. Ey, das geht gar nicht. Mir stehen Sonnenbrillen so 0. 0,0. Ja, aber man kann ein bisschen nach hinten schauen, aber ich weiß nicht, ob man damit den Game Master rechtzeitig sehen kann. Aber ich nehme es einfach mal mit. Brauche ich noch irgendwas? Nicht, dass ich irgendwas vergesse, ey.
Ich hoffe, ich habe alles soweit eingepackt. Ich bin richtig nervös. Wirklich richtig nervös. Ich glaube, ich werde auch gleich um 10 Uhr losgehen, damit ich genug Zeit habe. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Game Master irgendwie, keine Ahnung, einfach mal die Maske abreißen soll oder nicht. Ich weiß nicht, was ich ihn vielleicht fragen soll oder ob ich ihn überhaupt was fragen sollte. Ich weiß nicht mal, ob er mir dann antworten wird. Vielleicht nimmt er auch das Handy und rennt schnell weg, weil er Angst hat oder so, erkannt zu werden. Vielleicht ist er auch schon längst da. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wen ich da treffe. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin mir immer noch nicht so ganz so sicher, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber viele von euch meinten wahrscheinlich ein Junge, wegen der Statur halt und der Stimme. Ich meine, selbst die verzerrte Stimme ist dunkel und tief. Also muss die Person ja eine tiefe Stimme haben. Ich glaube, selbst bei einem Mädchen würde sich das anders anhören, oder? Oder kann man eine Mädchenstimme so verzerren, dass sie dunkel sich anhört und so männlich? Ja, egal. Ich werde mir jetzt meine Jacke anziehen. Und ja, ich werde mir genug Akkus einpacken. Die Kamera und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich dorthin gehe. So, Team Becky, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich muss noch zu dem Park fahren. Dann muss ich noch diesen Teich finden, den er meint. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich war da, glaube ich, nur bislang einmal im Sommer und danach nicht mehr. Also ja, beeilen wir uns jetzt. So Leute, ich bin jetzt hier, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich lang soll. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Und wie viel Zeit habe ich noch? 25 Minuten. Ich will wissen, wer er ist. Also ich glaube, ich bin jetzt langsam da. Ich frage mich jetzt nur, wo der Teich ist. Wo soll da ein Teich sein? Könnt ihr irgendjemanden vielleicht erkennen oder so? Ich glaube, ich muss jetzt gleich hier durch den ganzen Park rennen. Nur damit ich diesen Ort finde, den der Game Master meint. Ich hoffe, ich habe wenigstens den richtigen Eingang. Ich sehe hier gar nichts. Wo soll hier bitte was sein? Da hinten vielleicht? Es sieht hier immer alles so gleich aus. Bin ich überhaupt richtig hier? Ich glaube, ich muss hier jetzt durch den ganzen Park rennen, nur damit ich das rechtzeitig finde. Wir müssen vor ihm da sein. Wir müssen einfach vor ihm da sein. Soll ich darunter? Darunter? Oder rechts? Wo könnte eher ein Teich sein? Ich glaube, ich renne einfach geradeaus. Da stand einfach ein Mann, gerade unter so einem Pavillon. Wo will der Game Master, dass ich hingehe? Wo ist der Teich? Hier ist auch gar kein Plan, kein Parkplan, nix. Ich werde erstmal da schauen. Falls es nicht danach irgendwie nach einem Teich aussieht, renne ich da runter. Weil da geht es, glaube ich, richtig tief rein in den Park. Das hat er extra gemacht, definitiv. Wo führt das hier hin? Ist da hinten ein Teich? Nee, ich glaube, das ist nur eine Wiese. Das werden wir uns auf jeden Fall noch mal genauer anschauen. Ist hier ein Teich? Oder war das mal einer? Was ist das hier? Lunchbeckenbereich. Vielleicht beobachtet er mich doch die ganze Zeit. Aber ich meine, ich habe ja sein Handy. Die einzigen Möglichkeiten, die wir haben, ist darunter oder darunter. Irgendwie sieht das so aus, wie so Gewächse, die an einem Teich wachsen da hinten. Es ist so kalt geworden. Leute. Leute, ich habe, glaube ich, ohne Scheiß gerade den Teich gefunden. Kann das sein, dass es da ist? Ich sehe da irgendwie Enten rumschwimmen. Da hinten läuft ein Jogger. Da sind irgendwelche dunkel gekleideten Personen. Nee, wir haben doch noch 14 Minuten Zeit. Wenn das jetzt der Teich ist, den er meint, ich habe sonst keinen anderen gesehen, dann sind wir richtig. Wir laufen jetzt dahin und schauen mal, ob wir irgendwas sehen können. Ansonsten werden wir warten. Ich habe sein Handy, ich habe die Spionagegeräte und ich bin auf jeden Fall bereit. Hat er überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, schnell abzuhauen oder so? Wenn ich ihm die Maske abreißen würde? Meint ihr, er könnte da schnell abhauen? Oder würde ich das hinbekommen? Aber er will ja sonst meinen Kanal löschen. Er hat anscheinend Angst, dass ich ihn erkenne. Es könnte sein, dass es jemand ist, den ich kenne. Oder was meint ihr? Meint ihr, er ist jemand, den ich kenne oder nicht? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. So, ich bin jetzt hier am Teich. Und ich habe jetzt gerade geguckt, wo ich mich am besten verstecken könnte. Und ich glaube, am besten wäre es hier. Weil hier ist es relativ dicht. Hier sieht er mich vielleicht nicht. Und ich habe alle Wege im Auge. Also den Weg, hier den Weg, da hinten. Egal von wo er kommen würde, ich würde ihn wahrscheinlich sehen. Außer er ist richtig gut. Keine Ahnung. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit zu überlegen, Leute. Hier hinter diesem Baumstamm. Und dann so. Egal. Ich werde jetzt erstmal meine Sachen hier auspacken. Hier ist ja dieses Hörgerät. Ich gucke mal, ob ich irgendwas hören kann. Oder vielleicht sehen kann. Auch mit dem Fernglas. Verdammt, ich hoffe nicht, dass ich ihn irgendwie schon verpasst habe und er hat sich irgendwo versteckt. So, ich habe die Kopfhörer auf und jetzt
alles hören. Ich kann auch richtig weit damit sehen. Krass. Wow, das ist das geilste Spionagegerät ever. Man kann das sogar alles aufnehmen. Ich höre irgendwie Fußschritte. Ich werde jetzt ein Fernglas benutzen, weil es ein bisschen umständlich ist. Aber vielleicht sehen wir was damit. Wow, damit kann ich richtig weit gucken. Vielleicht muss ich ein bisschen immer woanders irgendwie mich hinstellen oder so, weil die Äste immer dauernd im Weg sind. Aber ich glaube, ich sehe gerade keine Person. So, es ist jetzt Punkt 11 Uhr. Ich habe noch niemanden gesehen. Ich habe auf jeden Fall hier sein Handy. Oh mein Gott, ey. Jetzt bin ich richtig nervös. Ich kann jetzt nicht den ganzen Teich sehen. Ich dachte, hier sehe ich den irgendwie besser. Nicht, dass er hier irgendwo ist. Eine blaue Tüte. Warte, da steht jemand. Komplett schwarz angezogen. Ich habe ihn nicht gesehen, wie er da hingegangen ist. Wie kam er da hin? Wahrscheinlich ist er hinten rumgelaufen. Vielleicht habe ich gerade in dem Augenblick nicht geguckt. Vielleicht sollte ich da hinten rüber. Wenn ich jetzt darüber Oh mein Gott, was war das? Wenn ich jetzt darüber laufe, dann sieht er mich. Jemanden. Hey, wie geht das, Leute? Mit wem redet er? Warte, ich muss mal Rekord drücken. Vielleicht versteht ihr irgendwas. Irgendwas mit Project Zorro. Er wartet. Wir haben jetzt genug, glaube ich, gehört. Er hat irgendwie aufgelegt. Wahrscheinlich hat er einen Knopf im Ohr oder so. Ich weiß nicht, oder ein zweites Handy. Ich kann jetzt nicht so laut reden. Sein Handy wieder und ich werde einfach mal versuchen, seine Maske abzureißen. Ich habe nicht alles verstehen können. Irgendwie hat man ihn voll undeutlich. Ich glaube, er hat immer noch den Stimmenverzerrer wahrscheinlich unter seiner Maske. Gehen jetzt da hin und geben ihm das Handy. Ihr seht den Game Master, oder? Falls ihr irgendwas jetzt erkennt, sagt es unten in den Kommentaren. Kommt ihr euch irgendwie bekannt vor? Hier ist sein Handy.